Hallo Leute und herzlich willkommen, ich bin's, euer Dreed und erstmal vielen Dank, dass ihr zu meinem neuen Wulzen-Video eingeschaltet habt. Was für ein Start ins neue Jahr, über 5300 YouTube-Abonnenten, vielen Dank und dieser Build, den ich euch heute präsentiere, der macht wirklich Spaß. Ja, 15 Millionen plus mit dem Sniper, richtig geil, Silent Sniper habe ich das Ding getauft, ja und Leute, wenn euch mein Content gefällt, ihr keine Guides, Builds, geiles Gameplay mehr verpassen wollt, dann hier unten der rote, fette Abonnieren-Button und supportet diesen Kanal. Und jetzt würde ich sagen, let's go! Wir fangen wie immer mit der Pforte des Schicksals an und ihr kennt es ja für die, die neu auf diesem Kanal sind. Ich erkläre auch, wie ihr am Anfang skillen solltet, sodass ihr das Bild auch in der Levelphase verwenden könnt. Wir fangen im Soldatentree an, ja, gehen erstmal hier runter und holen uns über den Waldläufer-Tree, ja, erstmal das zusätzliche Geschoss mit den Lehren des Archeons. Dann connectet ihr den Waldläufer-Tree mit dem Kind der Wut, sodass ihr nicht am Anfang Willenskraft regeneriert, sondern sofort die Wutregeneration startet und dann natürlich auch noch die rasenden Schläge. Weiter gehen wir in den Exorzisten-Tree und holen uns das gesegnete Silber ab mit Adnord. Ja, und dann würde ich empfehlen, hier rüber zu skillen und die erste starke defensive Fähigkeit mit der schrecklichen Kreuzung im Zeitweber-Tree auf jeden Fall mitzunehmen. So seid ihr defensiv und offensiv sehr, sehr gut aufgestellt. Und dann geht ihr weiter und nehmt erstmal hier die Notes mit. Ja, hier oben nicht, sondern nehmt wirklich hier die Willenskraft und Wut mit. So macht ihr nämlich mehr Schaden über die rasenden Schläge. Dann würde ich das hier erstmal alles außer Acht lassen und würde hier den Tree aufbauen, sodass ihr zum Funkenpfeil im Alastor-Tree kommt. Ja, und dort auf jeden Fall den kompletten Blitzschaden mitnehmen, wie hier. Hier rüber könnt ihr später gehen. Wichtig ist, wenn ihr keinen Life Leech auf Waffe oder auf eurem Gear habt, auf jeden Fall hier die beiden Punkte mitskillen. Ja, damit ihr auf jeden Fall auch Lebensdiebstahl habt, sodass ihr auch, wenn ihr Schaden reinbekommt, ihr eine Möglichkeit habt zu raggen. So, und danach würde ich auf jeden Fall den Crit-Multiplikator mitnehmen und die immer noch erstmal weglassen, sondern wirklich hier rüber gehen und dann den weißen Pfeil mit den Kaltblütigkeitspunkten mitnehmen, ja. Da könnt ihr halt erstmal solche Punkte hier weglassen, diese Adnotes, die ich hier überall mitgeskillt habe, ja, und die holt ihr euch dann einfach später rein. So, und dann habt ihr wirklich ein sehr, sehr stabiles Bild. Ja, wenn ihr soweit seid, das ist auch noch nicht 90, das hier ist immer noch 88, also alles erreichbar. Bei den Attributen solltet ihr circa auf über 35% Crit kommen, damit ihr auch mit dem Trash Clear, mit dem Orb auf jeden Fall genug Schaden macht, weil unser Sniper Shot, der crittet sowieso immer, das ist nicht so wichtig, aber wir wollen ja auch schnell den Trash Clearen, deswegen über 35%. Das ist schon richtig nice, ja, und den Rest dann in Zähigkeit. Ihr könntet auch am Anfang etwas mehr in Zähigkeit setzen, wie gesagt, die Sniper crittet immer, aber ihr wollt ja auch schnell den Trash clearen, deswegen würde ich auf jeden Fall empfehlen, über 35% in Wildheit zu skillen. Und dann seht ihr auch hier, wie immer, fast keine Resis vorhanden, es wird alles über Damage geregelt. Kommen wir zum Gear und hier habe ich den ersten IQ-Move angewandt, nämlich wir spielen ausnahmsweise mal eine Pistolen-Dolch-Kombination. Warum ich das gemacht habe, ist einmal wegen den Buffs, das zweite Mal, dass ihr durch die Pistole trotzdem aus der Range heraus das Mal der Unreinheit über den Trial setzen könnt, aber auch wenn ihr keinen Trial habt, dass ihr anstatt Flügel des Ich-Mirs nämlich das Mal der Unreinheit spielen könnt. Ja, und das ist das Geniale hier dran. Außerdem, ja, der Dolch profitiert von dem Affix. Nahkampfschaden profitiert 30% vom Geschossschaden. Ja, das heißt, mit Doppelpistole machen wir zwar mehr Crit, weil wir zwei Pistolen tragen, also Crit-Schaden. Aber, ja, am Ende ist der Damage besser über den einen Dolch. Ich habe es mit zwei Dolchen probiert, das macht nichts aus, ja. Aber der eine Dolch burstet nochmal enorm rein. Könnt ihr selbst testen, ja. Also wirklich, das ist wirklich ein sehr, sehr geiler Move, ja. Und so holt ihr wirklich krassen Schaden raus.
Falls ihr keine Pistole habt, ist das nicht schlimm. Ihr könntet sogar mit zwei Deutschen spielen. Nur dann habt ihr halt nicht mehr die Möglichkeit, aus der Range halt das Mal der Unreinheit draufzubringen. Ja, aber ihr könntet auch mit zwei Deutschen spielen. Dann braucht ihr aber auf jeden Fall die Bioflow-Symbiose, weil dies ermöglicht es dem Träger, Todesgaffer Railgun zu wirken. Und die brauchen wir einfach für das Bild, ja. Also zwei Deutsche nur möglich in Kombination mit der Bioflow-Symbiose. Ansonsten Pistole Deutsch, dann geht es auch ohne die Bioflow. Da funktioniert das trotzdem, ja. Also das ist der Move, ja. Und dann wisst ihr auch, wie ihr kombinieren könnt. Und wie gesagt, die anderen Uniques könnt ihr auch auf jeden Fall easy durch normale Items ersetzen. Ihr kommt trotzdem auf sehr, sehr guten Schaden, wenn ihr gute andere Basic-Items habt. Für die Leute, die mit einem Bogen spielen wollen, das funktioniert auch. Dann könnt ihr euch aber nicht mehr so krass buffen. Ja, dann nehmt ihr hier einfach die Geschütztürme rein. Das geht. Funktioniert auch wunderbar. Ihr macht trotzdem guten Schaden, muss aber ein guter Bogen sein, ja. Und dann könnt ihr sogar da draußen ein starkes Bogenbild machen. Ich habe selbst getestet, gestern im Stream, ja, habe mir dann hier einfach die Kanonen reingeholt als Zusatz, muss man aber nicht unbedingt, ja. Und dann geht ihr hin und habt halt nicht mehr so die starken Buffs, worauf ich gleich nochmal bei den Skills eingehen werde. Aber das ist auch ein starkes Bogenbild auf jeden Fall. Ihr seht schon, wir brauchen keine Transition-Zeit, das bedeutet in die Support-Sockel 2, ja, 20% Blitzschaden, wenn ihr kein Trial habt, in den Gürtel auch und in die Waffen Offensiv-Sockel 1, die 15 Blitzschaden auf Angriffe. Die drei Kernattribute für die Items, unabhängig jetzt von den Spezialattributen, jeweils zum Beispiel auf Händen und Schultern, sind auf jeden Fall Elementarschaden, kritischer Schaden und Wildheit, ja. Und dann kommen wir zu den Spezialdingen, wie zum Beispiel hier bei den Ringen. Da versucht man wirklich auf Flat Damage zu gehen und den Stahlring, denn der hat zum Beispiel als weißes Attribut kritischer Schaden. Ja, dann hier bei den Händen den Räuber wegen dem weißen Attribut Wildheit plus dann halt Wut- und Willenskraft-Kostenreduktion bei den Händen. Ja, seht ihr hier auf beiden Händen. Dann bei den Schultern genau das gleiche, Wut- und Willenskraft-Kostenreduktion. Und dann hier auch Räuberschultern wegen der Wildheit. Bei der Hose Bewegungsgeschwindigkeit. Hier spielen wir eine Schurkenhose. Und hier könnte man Ablinkzeit mit reinnehmen. Ja, das seht ihr hier, 21% Ablinkzeit. Dann bei den Stiefeln wieder die Räuberstiefel für die Wildheit. Und dann noch die Bewegungsgeschwindigkeit. Ein Ausdauerpunkt ist natürlich ein nice to have. Ich möchte es nicht vergessen zu erwähnen, in der Hose zweimal maximale Gesundheitssockeln und die optimalen Uniques sind die Verhandlung, die Bioflow-Symbiose, James Lügenmärchen und hochwirksamer neuronaler Strang. Aber wie ich schon gesagt habe, wenn ihr diese Uniques nicht habt, ersetzt die einfach gegen starke andere Uniques und gerade beim Trial keine Sorge, einfach der Trial raus, anderer Gürtel rein, 20% Blitzschaden rein und dann anstatt Flügel des Ichmir oder anstatt den souveränen Schrei dann halt Mal der Unreinheit. Zeige ich euch gleich auch nochmal, wie ich das Mal geskillt habe, weil das kam letztes Mal in den Kommentaren auf. Kommen wir zum nächsten IQ-Move und das ist nur möglich durch die Kombination Schusswaffe Dolch. Hier Blut für Blut, damit buffen wir unsere Railgun extrem. Ja, schaut mal auf den Schaden, 64.900, ja, und jetzt ziehen wir Blut für Blut, bewegen uns mal ganz kurz, damit das triggert. Und dann haben wir auf einmal 71.300, ja. Also krasser Buff. Und mit den Flügeln des Ichmirs genau das gleiche, ja. Jetzt setzen wir mal an. Wir merken uns wieder 64.900. Zack, die Flügel. Wenn wir Gegner treffen, wird das sogar noch ein bisschen mehr gepusht. Jetzt sind wir bei 67.000. Nochmal Blut. Bewegen. Und zack, 73.000 Flügel. Ja, also das ist schon krass. Das ist schon wirklich, das sind geile Buffs, Alter, ja. Ey, das ist echt krass. 71.000, zack, Flügel, 73.000, optimal. Leichentuch auch noch extrem wichtig, weil damit gehen wir Invis. Da können wir einmal unseren Sniper-Schuss setzen, ja, ohne dass uns ein Mob angreift. Mega geil. Und auch die Map sauschnell clearen, weil wir können angreifen, während wir im Leichentuch sind. Die Mobs greifen uns nicht an. So erhalten wir uns auch die Kaltblütigkeitspunkte aufrecht, ja. Und das Leichentuch regeneriert Ausdauerpunkte.
Und der souveräne Schrei ist auch noch drin, der bufft auch noch einiges. Dazu komme ich aber gleich, wenn wir ruhen. Also sehr, sehr optimiert das Ganze. Kommen wir zu den Runen und angefangen beim Leichentuch. Ja, und ich erkläre nicht jede einzelne Rune, sondern wirklich nur die wichtigen, weil ihr skippt sowieso durch und runt das ähnlich, ja. Und ja, man kann auch leichte Variationen spielen. Deswegen, hier ist es ganz wichtig, eingehüllter Angreifer. Leichentuch der Dämmerung ermöglicht dir, Gegner anzugreifen, während du für kurze Zeit unsichtbar bist. Das ist natürlich amazing. Ja, und der Rest sind Wutkostenreduzierung und Fähigkeiten. Dauer und. Also, dass wir das ziemlich schnell auf CD usen können. Jetzt wird's wichtig, kommen wir zu Raygun. Durchschnittliche Schaden 112.000, ja, 91 bis 132.000. Das ist schon ein krasser Wert. Damit one-shotten wir die Mobs einfach weg. Ja, Waffenschaden rein, erhöht die kritische Chance pro Aufladung, deswegen brauchen wir auch keine Crit-Notes. Ja, wir fokussieren uns lieber auf den Damage und deswegen auch so ein hoher Gesamtwert. Dann erhöhen wir auch die Aufladung, sodass wir auf jeden Fall critten, ja. Wir erhöhen den kritischen Schaden, wenn Gegner verlangsamt sind. Das holen wir uns über das Mal der Unreinheit rein, die Verlangsamung. Und hier auch nochmal 100% Waffenschaden, wenn wir die Railgun komplett aufladen. Blut für Blut, heftiger Buff, ruht es einfach so nach. Wichtig ist, dass Blut für Blut uns folgt, sodass wir den Buff bekommen und quasi die Ressourcenregenerierung. Ja, erhöhte Fähigkeitendauer, Wutkostenreduzierung, das hier ist nice to have und hier das ist kein Muss, aber könnt auch was anderes skillen. Wichtig ist nur nicht hier die skillen, weil erhaltet ihr 45% höheren Schaden, wenn wir uns in Blut für Blut befinden in diesem Effektbereich. Flügel des Ichmirs könnt ihr auch einfach genauso nachskillen. Ja, wichtig ist hier tatsächlich nur der Damage-Buff, den wir bekommen, wenn wir springen. Genauso den souveränen Schrei. Hier könnt ihr auch andere Runen nehmen. Für mich war nur die Bewegungsgeschwindigkeit nochmal wichtig und dass wir quasi auch nochmal Ausdauerpunkte regenerieren und dass wir die Effizienz der Boni erhöhen. Der Rest ist alles nice to have. Unser Trash-Clear-Skill, Orb der Verwüstung, ja, 184.000 durchschnittlicher Schaden, heftig, ein Orb rein, Trash weg. Das sage ich euch, Waffenschaden, Crit-Schaden, wieder Waffenschaden, ja, und dann hier jede Explosion, die durch Orb der Verwüstung entsteht, erzeugt um sich herum eine Gruppe kleinerer Granaten. Ihr könntet aber auch hier die beiden wegnehmen, wenn ihr wollt, und könntet auch nochmal ein zusätzliches Projektil mit reinnehmen. Das liegt an euch. Wichtig ist die Konvertierung auf Blitz, ja. Das ist ganz wichtig, weil dann profitieren wir auch wieder von unserem Elementarschaden, von dem Blitzschaden, den wir für die Raygun mit reingenommen haben, weil die Raygun ja automatisch Blitzschaden basierend ist. Hier noch für euch das Mal der Unreinheit und für die Bogenspieler den Geschützturm, wie ich hier geruht habe. Jetzt noch ein 187er S Plus Run auf Easy, ja, also ganz relaxed. Ich erkläre euch ein bisschen das Gameplay. Dadurch wird die Zeit jetzt nicht extrem krass werden, aber ich möchte euch ja auch erzählen, wie ihr zu spielen habt. Ganz wichtig ist, vergesst nicht bei den Boss-Mobs, ja, dass ihr die Shift-Taste gedrückt haltet, um zu schießen. Ja, weil ansonsten stürmt ihr an und schaltet das hier auch um. Ja, den automatischen Ansturm, ganz, ganz wichtig. Sonst stürmt ihr nämlich mit dem Dolch an. Ja, also hier auf jeden Fall umschalten und Shift drücken, damit ihr schießt. Und das ist der Move, wenn ihr mit einer Dolch-Pistolen-Kombination spielt. So, dann könnt ihr euch immer durchgehend mit Blut für Blut buffen und auch hier Flügel des Ichmirs auf CD. Ja, und dann seht ihr auch schon, wenn wir jetzt hier mal in den Trash reinjagen, zack, Trash weg. Ja, und wenn wir dann Invest gehen, können wir trotzdem hier unseren Orb bringen und die sehen uns nicht mal. Ja, und so halten wir auch die Kaltblütigkeitspunkte oben. Ja, weil die gehen niemals weg, wenn ihr Invest seid. Und ihr könnt trotzdem angreifen und pumpt immer schön die Wut nach, ne? Immer schön die Wut nachpumpen hier. Ihr seht, wie einfach das Gameplay ist. Ja, total easy. Eigentlich macht man alles mit dem Orb. Natürlich, wenn jetzt ein heftiger Gegner da ist, wie hier jetzt zum Beispiel, dann könnten wir jetzt auch hingehen, uns durchbuffen, den in Invest gehen und den einfach kurz wegnatzen, ja. Das geht natürlich auch, zack. was soll ich euch sagen, ja. Und immer schön buffen, immer reinbringen, ja, und dann, ja, easy, easy Gameplay, amazing Build. Und so echt wirklich Invest, Kaltblütigkeitspunkte sind immer ab, sind einfach immer ab, ja. Durch die Tötung generieren wir auch Wut, Ressourcen sind auch gar nicht, also kaum gering, ja, also wirklich richtig heftig.
Und auch hier die Unbefleckten total easy. Easy zu spielen. Ja, jetzt könnt ihr auch wieder hier hingehen. Könntet mit den Schießen, könntet hier die Dings bringen und den einfach wegnatzen. Zack. Weg mit dir. Ja. Ganz, ganz easy runterspielen. Und das jetzt sogar noch mit Erklärung. Ja. Also funktioniert wunderbar. Und das auf Speed. Ihr kriegt immer die Ausdauer wieder. Könnt hier durch die Maps rollen. Also, Leute. Krass. Einfach nur heftig. Einfach nur heftig. Es macht auch wirklich Spaß, die Bosse einfach so wegzunatzen. Ja, und das hier ist jetzt die... Das hier ist eine mega lange Map, ne? Wenn du hier die zockst. So, komm, den machen wir mal auf Spaß. Ihr seht, der Mob sieht euch jetzt nicht. Zack, 7 Millionen. Und wir waren noch nicht mal voll gebufft. Einfach weg damit. Ein geiles Bild, Digga. Es macht so Laune, ja. Es macht einfach so Laune. Wir hatten keine Kaltblütigkeitspunkte, weil ich halt jetzt auch erkläre, ne, und nicht ganz aufpasse. Aber ihr seht, wie einfach S plus einfach damit zu spielen ist, ja. Und natürlich, wenn man jetzt richtig schwitzt und richtig Gas gibt, Leute, auch unter 2 Minuten drin. Oh, die Händlerin. Live im YouTube-Video gibt sie uns einen Trial. Warte, wir klären hier mal kurz. Nochmal auf Spaß. Mal sehen, wie viel wir packen. 14 Millionen. So, was gibt sie? Kein Try. Ey, das wäre amazing gewesen. Stellt euch vor. Jetzt im Run, im YouTube-Video einfach ein Try. So, jetzt bewegen wir uns zum Boss. Ja, dann könnt ihr auch wirklich durchrollen. Könnt springen. Könnt euch den Schrei geben. Ja, und dann einfach schnell bewegen durch die Map. Und ihr seht, dadurch, dass wir immer unsichtbar quasi sind, halten wir auch die Kaltblütigkeitspunkte aufrecht. Also sehr, sehr krass. So, da ist der Kollege. Fertig. Easy. S plus mit viel Blabla. Ihr seht, ja. Relativ relaxed runtergezockt. Wenn man das natürlich auf Speed spielt, brauche ich euch nicht sagen, unter 2 Minuten drin. Ja, durchrollen, kleine Map etc. Ja, das war's mit meinem nächsten Unique Build. In dieser Kombination mit den ganzen Buffs, mit der Railgun, mit der Dolch-Pistolen-Kombo, den Uniques, das Gear, so wie ich das aufgebaut habe, da spielt ihr wirklich ein Unique-Build, ja. Kein Bock mehr auf Arctic Spear. Ich freue mich schon auf die nächste Überraschung, die ich euch präsentieren darf. Leute, und wenn euch mein Content gefällt, dann lasst mir doch ein Abo da. Würde mich sehr, sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Bye, euer Dreed. Ciao. We'll be right back.